Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Hello. I would like to welcome you to our annual EWC conference, which has the title European Works Councils for Fair Restructuring this year. It's actually a pity that we can't see each other physically today, I think, but nonetheless, we're more than happy to see that so many of you have actually joined us today from all over Europe virtually. To introduce myself, my name is Niklas Franke. I'm project officer here at the ETUC, working very closely together with Isabel Schoemann on the War Democracy at Work project. We have a tight schedule today, so this is why I would like to move on as soon as possible. Let me please. So we will start off today in this meeting with the introduction speech by Isabel. And we will then hear a greeting from the German Labour Minister, Hubertus Heil. In the first session, we'll have the possibility to talk to two German MEPs on the future of democracy at work in Europe. Our panelists will be Dennis Radke from the European People's Party, as well as Gabi Bischoff from the SND group. Our first roundtable later will then address the social agenda and what the European Commission and the Council can actually contribute to it. And to this purpose, we're very happy to welcome the European Commission for Jobs and Social Rights, Nicolas Schmidt, as well as the Portuguese Labour Minister, Ana Mendes Godinho, and of course also Luc Triangle, who's General Secretary of Industry All Europe, and Lydia Spera, who's General Secretary of the European Transport Workers Federation. At 3:45, we then move on to our second roundtable, where we will discuss the opportunities for the European Parliament to push for the necessary improvements of the legal framework. And again, we'll have the opportunity to listen to two MEPs, Gabi Bischoff again from the SND group, Dragos Pisladu from Renew, as well as Enrico Somalia, who's Deputy General Secretary of EFAT, the European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism. And with this, I'd like then to give the floor to Isabel to finally start off this conference with some content. Thank you very much and have a nice conference. Thank you, Niklas. Thank you very much for this short technical introductions. I'm Isabel Schumann. I'm Confederal Secretary at the European Trading Confederations, and I would like to say a warm welcome to all of you. This is a real pleasure to have you back on screen, if I may say so, despite the fact that, it would be so nice to sit in a room together as last year, for example, and to be able to share a coffee and some talk. This is a real pleasure to see you so numerous. You are more than 300 registered for this conference to the 2020 European Trading Confederation Conference on European Works Council. And this is already a very strong message that show the mobilization of workers and their representatives on the offensive when it comes to protect workers, to promote social justice and a sound corporate governance where workers should have a say. This is living democracy. This is how democracy should work. And this is the leitmotif of this conference. Democracy at work is a milestone in the European Union and in the tradition of the member states. It's a fundamental right and a founding principle of our society. Its purpose, because workers are not a commodity, their interests should be represented in the governance structures of businesses and workers should be involved in the decision-making processes which affect them. This is about strengthening social dialogue and promoting mutual trust within undertakings. This is about promoting workers' involvement in the operation and the future of businesses, in particular, when the employment situation is at stake, when there is a threat to employment, as well as when decisions are likely to lead to substantial changes in work organizations, work environment, and contractual relations. European Works Council, you are the key actors at the level of transnational companies to ensure the information and the consultation of workers
of the different European countries in which transnational companies carry out its operations. You are essential to relay for the better functioning and the maintenance of social justice within transnational company. It is thanks to the European Works Councils and trade unions and the effective exercise of the rights to information, to consultation and to participation that Europe can claim to be a social Europe within which this right is a living right. This is all the more important in time of crisis. The 2008 crisis has already shown how a democracy at work builds the necessary safety net for workers. It has also revealed the loopholes and the weaknesses that hinder European Works Council to make their jobs. The COVID-19 crisis is unprecedented. It's a sanitary pandemic, putting every person on earth in danger of losing his or her life, with worldwide health, social, economic, and environmental impact, triggering unmatched demand for safety and security at the first place. At the heart of the COVID-19 crisis, the action of workers' representative, Works Council, European Works Council, in shaping safe working conditions, in preserving safe workplaces and a safe working environment have been key. Protective equipment and measures to adapt the workplace, in particular in terms of social distancing, but also to organize short-term working schemes and telework, have been of paramount importance. Coping with the aftermath of the crisis, social justice should be at the core of any recovery plan and measures. Likewise, social justice and employment should be the leitmotif in restructuring processes. The German IG Metall unions suggest introducing the 4-day week to avoid redundancies and to save jobs in the industry instead of destroying them. Restructuring already underway will soon be laden with devastating consequences for workers, independently of the size of the undertaking, affecting subcontractors and suppliers in an unmatched way. If democracy at work in general and worker involvement in particular are deemed accessory, the COVID-19 cannot mean a quarantine of democracy at work. The European Works Council have the capacity to ensure that restructuring processes are carried out in a sustainable and socially acceptable manner, with the objective of safeguarding employment and guaranteeing access to training and retraining of the workforce, and shaping some alternative to redundancies. This is all the more important as the people of Europe, and the worker in particular, are losing trust in the way they exist to the crisis and the recovery plans will take on board their situations and their concerns. There is a clear fear to lose their jobs, and there is also the fear to run into financial difficulties. The European Works Council should have the capacity to act. However, the state of the European and national legislation do not allow the effective exercise of the right to information, consultation, and participation of workers. Many studies have shown that the European Works Council are not informed and not informed on time when they are informed to be able to participate in the development of changes within the companies. And this is particular because the sanctions for the non-compliant with the obligation by the employer are in no way dissuasive. In addition, access to justice is made difficult for them, which prevent them from asserting their rights. We need a change, and a change that makes the difference. This is a chance to improve the situation and make the right to information, consultation, and participation of workers an effective right. This is the reason why we have conveyed this conference, and we have invited the people that can make the difference to discuss with us, and I hope to trigger your active participation in the discussion, to raise your concern, to put your demands,
and to make your voice heard. We will kick off the discussions with the contribution of Hubertus Heil, the German Labour Minister. We have recorded his contribution because unfortunately he could not join us today in person. This is a message which is a first call, but a real commitment given that Germany holds the current European Council presidency. So we will give the floor now to Hubertus Heil. Liebe Isabel, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie ist die größte wirtschaftliche und soziale Herausforderung für die Europäische Union seit ihrem Bestehen. Wir alle sind mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen derzeit konfrontiert. Und nur gemeinsam wird es uns gelingen, Europa wieder stark zu machen. Nur wenn wir zusammenhalten und solidarisch handeln, wird es gelingen, diese Krise gemeinsam zu überwinden. Eine starke Mitbestimmung wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Mitbestimmung hat in meinem Land eine gute Tradition seit mehr als 100 Jahren. Und wenn man mich fragt, warum wir so gut durch die Finanzkrise 2008 gekommen sind, sage ich, die Antwort ist Mitbestimmung. Und wenn man mich fragt, warum wir bislang so gut durch die Corona-Krise gekommen sind, sage ich, dazu hat Mitbestimmung einen wichtigen Beitrag geleistet. Sozialverträgliche Lösungen wurden gefunden. Wir haben massiv Kurzarbeit eingesetzt, um Beschäftigung zu sichern und Strukturbrüche zu vermeiden. Mit der EU-Richtlinie aus dem Jahre 2009 sind europäische Betriebsräte möglich geworden. Sie haben das Recht, die Interessen der Beschäftigten europaweit gegenüber den Unternehmensleitungen zu vertreten. Inzwischen gibt es mehr als 1000 europäische Betriebsräte, ein sehr, sehr großer Erfolg. Aber es gibt noch deutlich Luft nach oben. Denn 50% der Unternehmen, die ein EBR haben könnten, haben noch keinen. Ich wünsche mir, dass endlich auch diese Unternehmen erkennen, mit Mitbestimmung der Beschäftigten ist man besser für die Zukunft gerüstet. Denn der Strukturwandel der europäischen Wirtschaft ist in vollem Gange und die Corona-Krise wird ihn weiter beschleunigen. Gemeinsam mit den Betriebsräten können die Unternehmen besser dafür sorgen, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Deutschland hat zum 1. Juli den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen. Ein Vorsitz während einer weltweiten Pandemie, das bedeutet für uns enorme Verantwortung, aber ist zugleich auch Ansporn. Als Land in der Mitte Europas verstehen wir uns dabei als Brückenbauer. Wir brauchen gerade in der Krise Brücken in anständige Arbeit und zugleich einen verlässlichen Sozialstaat. Dazu müssen wir in ganz Europa die Wirtschaft schnell wieder in Gang bringen. Und dazu brauchen wir ein Mindestmaß an sozialer Absicherung in jedem Mitgliedsland der Europäischen Union. Es geht in Europa also um den Dreiklang aus sozialer Sicherung, guten Arbeitsbedingungen und fairer Bezahlung. Dieser Dreiklang leitet uns in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Wie sieht das konkret aus? Es geht zum einen um gemeinsame Mindeststandards, gerade dort, wo meist keine organisierte Interessenvertretung der Beschäftigten existiert. Wir setzen uns ein für einen europäischen Rahmen für angemessene nationale Mindestlöhne und wir setzen uns ein für einen europäischen Rahmen für nationale Grundsicherungssysteme in den Mitgliedstaaten. Es geht uns auch darum, die Rechte von Saisonarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu stärken und in der Praxis besser durchzusetzen. Hier haben wir entschlossen durchgegriffen im Interesse der Beschäftigten. Wir werden unsere nationalen Gesetze verschärfen und auch stärkere Kontrollen durchführen. Ich bin dazu auch im Dialog mit meiner rumänischen Amtskollegin. Es geht darum, die Globalisierung fair zu gestalten. Europäische Unternehmen müssen Verantwortung für die Arbeitsbedingungen auch in globalen Lieferketten übernehmen. Beim digitalen Strukturwandel müssen technologischer und sozialer Fortschritt Hand in Hand gehen. Weiterbildung und Qualifizierung sind dazu ein wichtiger Schlüssel. Und was mir besonders wichtig ist, wir müssen die Jugendarbeitslosigkeit in den Fokus nehmen. Deshalb werden wir die Revision der europäischen Jugendgarantie zügig abschließen. Aber es geht nicht nur um den Kampf gegen die Krise. Wir müssen alles tun, um das soziale Europa zusammenzubringen und den Zusammenhalt zu stärken. Wir müssen zusammen beweisen, dass die europäische Solidarität mehr ist als ein Wort, sondern die Wirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflusst. Es muss uns gemeinsam gelingen, dass Europa aus der Krise digitaler, ökologischer und sozialer hervorgeht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eure Arbeit in den europäischen Betriebsräten trägt erheblich dazu bei, diese Umgestaltung sozialverträglich und im Sinne der Beschäftigten zu gestalten. Ich wünsche mir mehr betriebliche Mitbestimmung in Europa und ich wünsche euch einen erfolgreichen Kongress. So, I think, colleagues, that is a strong message
messages, I must say, and we were very pleased to hear the German Labour Minister being so clear when it comes to democracy at work. I seems to have seen in the chat during his intervention that some of you had difficulties with the translation. So I think I will sum up a bit what he said to you so that we are all on the same page. He has underlined that democracy at work and in particular information consultation participation have been the prerequisite for the sound management of the financial crisis back in time and of the corona crisis so far in Germany. He said that democracy at work has a long tradition of 100 years in this member state in Germany, and this is the reasons why it works so good. He said that in Europe, the European Works Council Directive is an important step forward. However, he said that 50% of the company covered by the directive have not yet a European Works Council, and there is a real need for improvement. He said that the corona crisis will accelerate restructuring and that we need to mobilize and to join forces to work for more cohesion, more solidarity, and more social Europe. And the very final strong message to all of us is that only together we can make it, and call, if I may say so, to the very important people that can make the difference at the political level. He say that Europe needs more democracy at work. And this is, I think, in this spirit, and without further ado, that we will move on to the next sessions, because exactly those key people are on board with us today. So we will move to the tête-à-tête, which is a nice concept, I think, tête-à-tête with the European Parliament. And as Niklas proposed to you in the slide at the beginning, we will have a tête-à-tête with two key representatives of the European Parliament. We have a crucial role to play in shaping the proposal of the European Parliament on two essential dimensions of democracy at work, on the revision of the European Works Council Recast Directive and on the elaboration of a new framework for the right of information, consultation and participation of workers. May I introduce to you Gabi Bischoff? Gabi is a member of the European Parliament. She's member of the SND group, and she will be the rapporteur for the new framework on information, consultation and participation of workers. Gabi has joined the European Parliament in 2019, and she is the Vice President of the Committee for Constitutional Affairs and member of the Committee on Employment and Social Affairs and on the Committee on Economic and Monetary Affairs. Welcome, Gabi, to you. And then we will have Dennis Radke. Dennis Radke is a member of the EPP group. He is the rapporteur for the Legal Initiative Report on the European Works Council. And Dennis is a member of the Committee for Employment and Social Affairs and is a deputy member of the Committee on Industry, Research and Energy. And since July 2019, he has been elected as coordinator of the European People Party for the Committee on Employment and Social Affairs. A warm welcome to both of you to this 2020 conference on European Works Council. Dear Gabi, dear Dennis, we know that both of you are much engaged in defending democracy at work. To place the discussion in the current more general context, my question to both of you, it seems that there is a before and after the COVID-19 crisis. We understand that the crisis has triggered the need for a new normal without being able to figure out what does this mean. Lately, the French prime ministers said that the worsening of the economic and social crisis would be much more dangerous than the health crisis itself. In Europe, people place employment and the fight against unemployment at the top of the list of the challenges for this autumn. My question to you,
Has the COVID-19 crisis and the discussion on the recovery measures changed your perception and your conviction when it comes to strengthening democracy at work? Gabby, would you go first? Ja, vielen Dank, Isabel. Ich hoffe, dass alle mich hören und auch sehen können hier. Ich freue mich, hier bei euch allen zu sein und zu diskutieren heute. Nicht nur, um darüber zu reden, wie sich meine Wahrnehmung der Krise geändert hat, sondern tatsächlich auch ein Stück zu hören in der Debatte, wie die europäischen Betriebsräte, die hier in der Konferenz ja die größte Gruppe ausmachen, tatsächlich auch die Situation bewerten. Für mich ist es so, dass immer ganz klar war, dass Demokratie am Arbeitsplatz und die Rechte ja keine Schönwetterrechte sind, sondern dass man diese Rechte insbesondere braucht in schwierigen Situationen und in Krisensituationen, weil sie sich da nämlich bewähren müssen. Und ich glaube auch, dass wir fahren ja jetzt seit März immer auf Sicht, dass wir in einer besonderen Situation sind, weil wir noch gar nicht wissen, ob wir schon den Höhepunkt der Krise erreicht haben oder ob der noch vor uns liegt. Aber wir wissen jetzt schon, dass die Folgen dieser Krise, die ökonomischen Folgen, dramatisch sind. Und wir sehen auch, dass eines der zentralen Rechte, nämlich, dass man in angemessener Zeit beteiligt wird und informiert und konsultiert, umso schwieriger ist, wenn man nur auf Sicht fährt und alles sich in sehr kurzfristigen Maßstäben abspielt. Und deshalb glaube ich, ich war schon überzeugt, dass wir eine bessere Durchsetzung und auch bessere Rechte noch brauchen, als wir bisher haben vor der Krise. Aber ich bin noch mehr davon überzeugt, durch die Erfahrungen hier, dass wir die brauchen. Auch, weil ich denke, einer der Punkte, wo wir bislang noch nicht genug Mitbestimmung und Information und Konsultas haben, ist wirklich frühzeitig Restrukturierung zu beeinflussen. Und ich glaube, dass sich da gerade eine große Welle aufbaut an Restrukturierung. Wir sehen jetzt auch schon, dass sich große Wellen trotz Kurzarbeit, die geholfen hat, an Personalabbau aufbauen und dass wir deswegen in dieser Krise sicherstellen müssen, dass wir nicht nur die Demokratie am Arbeitsplatz erhalten, sondern dass das auch helfen kann, den Menschen Vertrauen in die Demokratie zu erhalten. Und deshalb glaube ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir besser vorbereiten müssen, die nächsten Etappen, die uns bevorstehen im Rahmen dieser Covid-Krise. Ich denke, die ersten Maßnahmen waren richtig mit Kurzarbeit und so weiter, aber das ist überhaupt nicht ausreichend, wenn wir uns angucken, was uns erwartet und wenn wir sehen auch, dass, und wir können das schon, ich komme aus Berlin, wir können das überall beobachten, also das ist ja nicht nur Vermutung, sondern wir sehen, wie viele Unternehmen, ob das in der Automobilbranche ist oder in anderen Unternehmen, auch die Krise nutzen zum Personalabbau, um bestimmte Restrukturierungen vorzunehmen. Ich will es erstmal dabei belassen, deine Frage ganz klar beantwortet. In der Krise müssen sich diese Beteiligungsrechte erweisen und wir müssen sicherstellen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht die großen Verlierer dieser Covid-19-Pandemie werden. No, I think we are on board. I think the workers and their representatives are part of the solution to the problem that we are facing, being in terms of the pandemic. And we've seen that indeed during the crisis, the mobilization of workers and even the one who had to go to work despite the risk of contamination, those one were the heroes of the days, if I may say so, the weeks and the months. So we are, and we, I mean the workers and their representative up to the European Works Council, part of the solutions. And we should be, as you mentioned, involved much earlier. And this is all the dimension of the anticipations. And the anticipation should be at the core, indeed, of what would make the difference in terms of their participations. Dennis.
What is your views on that? What is your experience now that the COVID-19 crisis seems to be somewhere getting to an end and that we are looking to the recovery? Ja, vielen Dank. Freue mich erstmal, dass ich heute mit euch diskutieren kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir uns persönlich sehen könnten. Aber es geht nun mal nicht. Das ist eine der vielen Schattenseiten der Corona-Krise. Aber zu deiner konkreten Frage, an meiner Sicht auf die Dinge hat sich nichts verändert. Weil ich komme aus der gewerkschaftlichen Praxis. Ich habe selber über Jahre gewerkschaftliche Arbeit vor Ort gemacht. Deswegen brauche ich keine Krisen, um zu wissen, wie wichtig Mitbestimmungsrechte sind. Aber wenn diese Krise ein Gutes hat, dann, dass es öffentlich einfach nochmal geholfen hat, das Schlaglicht auf bestimmte Dinge zu werfen. Ob das die Arbeitsbedingungen sind von Menschen in Schlachthöfen oder in anderen Bereichen, die wir als Gewerkschafter schon seit Jahren kritisieren, aber an vielen Stellen auf taube Ohren gestoßen sind. Dafür gibt es jetzt eine breite Öffentlichkeit und Gott sei Dank auch plötzlich breite politische Mehrheiten, um da endlich etwas zu verändern. Also jede Krise scheint auch irgendwo etwas Gutes zu haben. Und wenn das, sagen wir mal, mit Blick auf die zweite Jahreshälfte, wir werden ja gleich auch nochmal ein bisschen konkreter, was Europabetriebsräte angeht, vielleicht auch noch mal ein bisschen Rückenwind gibt, dass man sagt, ja, jetzt wird auch dem Letzten mal wieder der große Wert von betrieblicher Mitbestimmung vor Augen geführt. Wenn uns das für die schwierigen Verhandlungen, die wir noch vor uns haben, ein bisschen Rückenwind gibt, dann würde ich mich auch darüber freuen. Und einen ganz wichtigen Punkt hast du gerade angesprochen, diejenigen, die in dieser Corona-Krise als Helden des Alltags gefeiert wurden. Einmal das medizinische Personal, aber auch die vielen Menschen, die im Einzelhandel und an anderen Stellen unser gesellschaftliches Leben sozusagen aufrechterhalten haben. Was mich in den letzten Wochen mit Blick auf diese Menschen geärgert hat, waren diese ganzen Aktionen, gehen Sie auf Ihren Balkon und klatschen Sie für Krankenschwestern. Gehen Sie in den Plenarsaal, klatschen Sie für Krankenschwester und Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel. Alles Blödsinn, habe ich mich nicht daran beteiligt, weil am Ende weder die Krankenschwester noch der Verkäufer noch die Kassierin können sich irgendwas davon kaufen, wenn Abgeordnete oder sonst wer auf dem Balkon oder im Plenarsaal stehen und klatschen. Sondern diese Menschen verdienen nicht nur unseren Respekt, sondern die verdienen auch von uns als politische Entscheider Unterstützung darin, dass sich ihre schwierigen Arbeitsbedingungen verbessern und dass sich ihre Anstrengungen am Ende auch monetär irgendwo widerspiegeln. Applaus ist nett, aber konkrete Hilfestellung und Verbesserung ist besser. Isabel, you're muted. Yeah. Technics again. Yeah. And so much for the spontaneity. No, Danny, thank you very much for your input. I think it is clear that despite the very negative impact of this crisis on people directly, on economic sectors, and we will have most of them present today and tomorrow in the discussions, and we clearly say from the very, I would say, daily experience of what does that mean for them in terms of having experienced a crisis, but then trying now to get through the restructuring waves coming ahead of us. The positive element is if it would be needed again to have put in the public sphere what are the working conditions of people, and that has raised expectations on one side, but we are now in the situations of we can change something and we have the momentum to change it. So you have in the room a lot of European Works Council's member who work on a daily basis with this instrument, which is the European Works Council directive itself and the whole procedure that is based on this piece of legislation. We all know that this piece of legislation has very good positive sign. It has been already reviewed in 2009. But we also have, since 10 years, identified its loopholes.
And clearly, as it was mentioned earlier by Gabi, the crisis has also revealed again and again what does not work. And when we are heading to restructuring, where we should be able to be informed on time, to be able to be consulted, to take part and shape what restructuring should be, and we aim for socially acceptable restructuring, how difficult it would be, what you think you will be able to do as rapporteur on the European Works Council directive in the very near future? What are your concrete plans to address those loopholes and to make the workers' rights effective for the European Works Council's members? Tell us, what is your timing, for example? Okay. What is your timing? Ist probably also wie der Zeitplan ist, ist vermutlich eine der schwierigsten Fragen, weil wir haben irgendwann mal so am Anfang noch der Corona-Krise so einen groben Zeitplan aufgestellt, wie es laufen könnte. Und da war eigentlich geplant, und das ist mir auch besonders wichtig, dass wir im Herbst Anhörungen machen. Weil mir ist einfach wichtig, bei dem Vorschlag, den ich dann voraussichtlich noch am Ende dieses Jahres präsentieren werde, möchte ich vorher einen intensiven Austausch auch mit denjenigen haben, die die praktische Arbeit machen. Das heißt, ich will einen Austausch mit den Europabetriebsräten. Ich will aber auch einen Austausch mit den Sozialpartnern. Und ich habe auch noch einen externen Sachverständigen im Auge, eine Anwaltskanzlei, die exklusiv Beratung für Europabetriebsräte macht und einfach aus dem Sachverstand, den wir haben, auch nochmal Anregungen für das mitzunehmen, was ich dann am Jahresende auch vorstellen werde. Für mich sind aber zwei Dinge ganz besonders wichtig. Das eine ist, das hat ja auch Minister Heil angesprochen und das teile ich vollumfänglich, dass wir bei der schieren Anzahl von Europabetriebsräten noch eine ganze Menge Luft nach oben haben. Wenn nur die Hälfte derjenigen, die einen Europabetriebsrat haben können, tatsächlich einen haben, dann gilt es für mich zu identifizieren, wo ist eigentlich die Hürde, wie kriegen wir die anderen 50% auch noch dahin? So, und da lohnt sich schon mal auch ein Blick in die Praxis, um zu schauen, wo sind da die Hürden und welchen Beitrag können wir als europäischer Gesetzgeber leisten, um diese Hürden abzubauen. Das ist das eine. Und das zweite, wie machen wir aus dem, sagen wir mal ehrlich, relativ stumpfen Schwert der Informationsrechte ein Schwert, das ein bisschen stärker geschliffen ist? Weil ob in der Covid-Krise oder auch davor ein solcher Verstoß gegen die Informationsrechte des Europabetriebsrates ist nun wirklich etwas, was aktuell im Geldbeutel nirgendwo wirklich ernster wehtut. Im Zweifelsfall zahlt man halt ein Bußgeld. Im Regelfall wird es noch nicht mal irgendwo beantragt. Und damit ist der Verstoß gegen Informationsrechte folgenlos. Und wir müssen einfach sehen, und ich weiß, dass das schwierig ist, weil erstens, es gibt bei den Gewerkschaften in Europa sehr unterschiedliche Kulturen, wie man mit Arbeitgebern umgeht. Da, wo wir in Deutschland eher sozialpartnerschaftlich organisiert sind, sagt man woanders, ohne Knüppel setze ich mich mit Arbeitgeber gar nicht an den Tisch. Das ist so ein bisschen die Bandbreite. Das ist das eine. Und zum anderen muss man auch sagen, müssen wir auch ein bisschen berücksichtigen, zu was sind die lokalen, nationalen Betriebsräte bereit. Weil wir natürlich auch schon im Auge haben müssen, dass Betriebsräte vor Ort an vielen Stellen natürlich auch nicht bereit sind, Kompetenzen auf die europäische Ebene zu übertragen, weil sie sich ihr Geschäft nicht durcheinander bringen lassen wollen. Das sind Dinge, denen müssen wir Rechnung tragen. Das ist sehr, sehr schwierig, aber deswegen ist mir so wichtig, dass wir möglichst auch im Herbst, von mir aus geht es halt auch nur online, dann können wir es nicht ändern, aber einen solchen Anhörungsprozess starten, damit die Experten des Alltages da auch am Tisch sind und die Dinge anbringen können, die ihnen wichtig sind. Denise, this is much welcome, indeed, because the experts are in the room, or some of the experts, most of the experts are in the room. So for the exchange, and I will go over to Gabi and then give the floor to those experts in the room. But clearly, you know that the TUC together
with the European Trade Union Federations and the National Confederations. We have put 10 demands on the table already in how to change and what should be changed in the European Works Council directive. The issue of sanction is very important. And I personally think that the financial sanctions will not make the difference. What will make the difference is a sanction that stops any processes that is taking place without the information, consultation, and participation of workers. I think this is key. If you stop businesses to act, that is where they will see that they have to respect the procedure to proceed. And I think this is one of the dimensions we will be very much keen to discuss with you. And Gabby, of course, the information, consultation, participation is at the core of your mission. And this is also something where we will have to mobilize, and we will have to mobilize very soon. Gabby, what are your plan, and what do you think are the convergent dimensions of the discussions we will have, being on the European Works Council or be on the new framework? And where are the more divergent points where it will be potentially difficult and we will have to prepare to be ready to mobilize much more than for the moment what we do? I will start with ich kann auch Deutsch sprechen. ich möchte da nochmal anknüpfen an den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wann haben wir es geschafft, als Arbeitnehmerbewegungen Veränderungen durchzusetzen, auch die europäische Betriebsratsrichtlinie? Ich würde heute immer noch sagen, wenn wir den Fall Renault nicht gehabt hätten, hätten wir damals diese Richtlinie nicht bekommen. Und ich glaube auch, dass es im Moment eine hohe Sensibilität in den Gesellschaften in Europa gibt, was die Frage anbelangt von bevorstehenden Restrukturierungen, aber auch davon, beklatscht man die Arbeitnehmer in der Krise, aber dann, wenn es vorbei ist, dann hat man das alles vergessen und kümmert sich nicht mehr darum. Und deshalb, glaube ich, müssen wir das nutzen, auch hier in dieser Krise, um tatsächlich deutlich zu machen, welche Verbesserungen, konkreten Verbesserungen dieser Richtlinie auch nötig sind, damit man diesen Wandel viel besser gestalten kann. Und Dennis hat vom Schwertschärfen gesprochen. Ich glaube in der Tat auch, dass wir ja alle hier im Raum und im digitalen Raum hier wissen, welche Veränderungen wir wollen. Aber dass die Frage ist, ob wir das schaffen, dass wir diese Debatte auch jetzt auch mit den Erfahrungen aus Covid verknüpfen damit, dass wir wirklich einen Rahmen für die Demokratie am Arbeitsplatz brauchen. Und für mich ist eines der großen Megaprojekte, die die Europäische Union sich ja vorgenommen hat, unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit. Und für mich ist ein nachhaltiges Unternehmen und auch eine nachhaltige Gesellschaft ohne mehr Demokratie am Arbeitsplatz nicht möglich. Und ich glaube, auch das müssen wir viel stärker in die allgemeinpolitischen Debatten bringen, die wir haben. Zum Zeitplan ist es ähnlich, immer unter Vorbehalt, weil wir nicht wissen, was sich jetzt entwickelt. Aber dass wir auch vorhaben, diese Debatte im Herbst aufzubauen, dass wir auch eine Verknüpfung haben zwischen diesem Rahmen, den wir für Demokratie am Arbeitsplatz setzen wollen, und dass die europäische Betriebsratsrichtlinie natürlich auch ein Kernelement davon ist. Deshalb mit Veranstaltungen im Herbst in der Hoffnung, dass wir dann tatsächlich direkt im neuen Jahr mit der Arbeit wirklich konkret beginnen können, um diesen Rahmen zu setzen. Es ist ja schon gesagt worden, wir haben sehr unterschiedliche Traditionen in den EU-Mitgliedstaaten, was Mitbestimmung anbelangt, was Informationen und Konsultationen. Und ich glaube, dass mit der Frage der Demokratie am Arbeitsplatz und auch der unterschiedlichen Erfahrungen, die wir mitbringen, wir mit einem konsistenteren Rahmen, den wir haben, viel besser fahren würden und dass wir zusammenbringen, die unterschiedlichen Rechte, die wir jetzt in ganz unterschiedlichen
Richtlinien haben, die wir aber alle brauchen werden, wenn es jetzt um Restrukturierung geht, dass wir das zu einem vernünftigen Rahmen zusammenbringen und dann auch das umsetzen, was ja auch mit der Säule ein Stück, aber aus meiner Sicht nicht ausreichend versprochen wurde, der Säule sozialer Rechte, dass man tatsächlich auch die kollektiven Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestärken will. Deshalb der Zeitplan, Debatten beginnen im Herbst, loslegen mit der Arbeit im Januar und hoffentlich dann auch viel aufbauen können, schon auf den Erfahrungen, die wir jetzt in der Krise machen. Thanks, Gabi. Well, what we take from your intervention now, it's indeed there is, we have to use this momentum where awareness is raising in terms of what is going to happen and how bad it could be, in terms of equipping the European workers with the necessary concrete tool, and this is how I understand that, and not to get lost in the large range of existing legislation, if we may say so, to use what we have to be much more concrete and substantial, and not to get too much diverted with the or troubled by the different traditions in the different member states. I think one of the common denominators, which is a very good one and a very high one, is democracy. And I think this is something that speaks to everyone. And I think this kind of translation at the workplace should be also quite easy to pass on and to mobilize around that very important concept that make the people also understand that they have a role to play and that their voice will be heard. And this is what I would like to do now, to hear the members in the room, the European Works Council member we have here. You have now the unique opportunity to address the two key persons in the European Parliament who will be shaping the report that will initiate, hopefully, an action by the European Commission who has the legislative initiative. So please, you have the floor. And for that, we have a chat room, and here we have in this chat room a colleague of us, Wolfgang, who is going to organize a bit the questions, and we'll give the floor to some of you. We have selected, if there are too many questions, to raise your concerns and your questions to Gabi and to Dennis. So, where are we, Wolfgang? Yes, thanks a lot, Isabel, for giving me the floor. We asked for questions and I got much more than I expected. But first, to start with, I would ask an additional question to Gabi. Your report will be quite different from the one from Dennis, who is focused on European Works Councils, and we know a bit in which direction he wants to go. But yours is also on board level representation. Do you have already an idea in which direction to go? Please don't answer yet. Now I give the floor to a few speakers. I have Domenico Colapinto, I have Ilja van der Kerkhove, Dana Sakharova, Caroline CFDT, and Corinne. I would say if you limit yourself to 20, 30 seconds, I can take all of you. Otherwise, we have to see how the time is running. So please, who would like to start? Perhaps Domenico? Hello. I can speak in Italian or in English. It's the same for me. So I will speak in English to help the people. So thank you very much. I would like to ask to the member of the European Parliament my experience, that I think that the actual directive is very weak in case of violation of the rights of information or consultation. And the protection is strictly connected with the applicable law. So what we would like to ask you, that maybe the part of the directive connected where the multinational can choose the agent representative, it strictly connects with the possibility of sanctions, because usually the multinational and the multinational not located in Europe
are choosing UK, and now they are choosing after the Brexit the Irish law, that is the weakest law in the protection of the worker. So the matter of the sanction when the company don't respect the right of information and consultation is strictly connected with the applicable law. So what will be useful for us if you can put a strict rule for the multinational to choose the agent in the country where they have more employees? This is one point that for me it will be very important for our job, because usually multinationals don't care if they are not respecting the right of information and consultation, and all the time they are using this ping pong game we call in our WC. They say, oh, this is a national matter. Then when we go to national local works council, the local HR management say, no, this is a transnational matter. So the employees representative, the worker representative usually are going like, they are like a ball going to the national, and the national say, no, it's international. Then we go to international and they say, no, it's national. This is a ping pong game. Thank you very much. Thank you very much, Domenico. So now next, I would like to give the floor to Dana Sakharova. Please be as short as your predecessor. Yes, I pose a question on the chat, whether the European politicians in fact learn the lessons from spring, because we all know that we in Europe need industry, we need the companies, but unfortunately there were experiences that the companies in Europe were waiting for spare parts coming out, let's say coming in from China or countries outside the EU, where usually the companies were transferring their activities also due to, let's say, little rights or almost limited rights for information, consultation and participation. So I would expect from the European politicians to somehow review their policy and start to, let's say, safeguard the Europe and European jobs and the European industry as such. Otherwise, we will have no space for workers in Europe, and without workers we will have no future. Without industry there is no future for Europe. So I would like really to know whether the European politicians are aware about this dangerous situation, and whether they really rethink the way that they were, be like, let's say, behaving up till now. So really things should be changed, especially based on COVID. And I really would like to see some kind of clear proclamation from the European politicians that they really are aware of this risk that Europe is really facing now. Thank you. Okay, thank you very much. And I would propose to have a third speaker, Ilya van der Kerkhove. Hello, everybody. I have a very short question. The different European Work Council committees are created in different countries, and which makes that they have different country laws, and those laws are very, very different, as the first speaker also mentioned. So is there a possibility that there could be a sort of European law that would apply to all of the European work councils to make it a little bit more transparent and easier to work with? That would be my question. Okay, thanks a lot. I would propose that I give back the floor to the two members of parliament, otherwise we have too many questions and they will not be able to answer all of them, and then we try to have a second round. So this time I would say we start with Dennis. I think Gabi. Ja, das mache ich. Genau. Ich bitte nur darum, die zweite Runde dann kurz und knackig zu machen, weil ich hatte vorher gesagt, ich muss um 13.45 Uhr auf jeden Fall weg. Ich muss zurück in den Wahlkreis. Also ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Sanktionsrechte, da ist die Richtlinie zu schwach, sagt der Kollege. Ich teile den Kritikpunkt, habe das ja vorhin selbst auch angesprochen. Dass wir das, ich habe das Bild benutzt von dem Schwert, dass es zu schärfen gilt, da müssen wir was machen. Bei der Frage, der zweiten Teil seiner Frage, der auch von der Kollegin angesprochen worden ist, was Verlagerung von Aktivitäten angeht. Grundsätzlich ist natürlich erstmal so, wir können keinem Unternehmen natürlich rechtlich untersagen, seinen Hauptsitz von A nach B zu verlegen.
Das würde am Ende dem Binnenmarkt auch widersprechen. Aber was es sicherzustellen gilt, ist, dass wir jetzt bei den Mitbestimmungsrechten nicht das erleben, was wir schon an anderer Stelle bei den Steuern erleben. Dass man sich sozusagen frei machen kann von allen möglichen Verpflichtungen und sich dann darauf zurückzieht und sagt, ich bin nicht nur in einem Niedrigsteuerland, sondern ich bin auch noch in einem Land gelandet, wo die Mitbestimmung auch nur eine untergeordnete Rolle spielt. Also von daher müssen wir sicherstellen, dass bei einer Novellierung jetzt der Richtlinie die Schlupflöcher, was das angeht, auch klar gesehen werden und dass wir da auch einen Riegel vorschieben. Also natürlich, und das ist auch die Frage der Kollegin, ist uns das bewusst? Und natürlich sind wir damit auch nicht zufrieden und wollen daran auch etwas ändern. Und dann hast du noch angesprochen, Schutz von Industrie ist für mich ein ganz elementarer Punkt. Deswegen gehöre ich auch nicht zu denjenigen, die mit Blick auf nächste Woche Vorschlag von neuen Emissionsminderungszielen hier beifallsklatschend in ihrem Büro sitzen, weil ich glaube, wir müssen Anstrengungen in Sachen Klimaschutz unternehmen. Da machen wir auch mehr als alle anderen auf der Welt. Aber am Ende müssen wir auch sehen, der Kern unserer Wertschöpfung ist Industrie nach wie vor in der Europäischen Union. Und da, wo wir starke Industrie haben, haben wir starke Mitbestimmung, haben wir hohe Löhne. Und ich habe ein Interesse daran, das zu behalten. Und der Vorschlag mit der gemeinsamen Rechtsgrundlage halte ich für einen sehr guten Vorschlag. Wir werden niemals Mitbestimmungsrechte harmonisieren können. Dafür sind die Traditionen zu unterschiedlich. Aber eine gemeinsame Rechtsgrundlage für die Gründung von Europabetriebsräten halte ich für sehr sinnvoll. Erlaubt mir noch kurz nachzuhaken. Eine kleine Frage, die ich jetzt auch im Chat oft habe. Du weißt ja selbst, dass oft das Problem entsteht, und du hast es erwähnt, dass die nationalen Betriebsräte nicht viele Entscheidungsrechte abgeben wollen an Eurobetriebsräte. Und wir haben ein Ungleichgewicht. Die Eurobetriebsräte, lass es uns mal so krude sagen, haben viel weniger zu sagen als Betriebsräte, beispielsweise in Deutschland. Siehst du da eine Möglichkeit, die Eurobetriebsräte zu stärken in dieser Hinsicht? Dass es nicht nur Konsultationen gibt und dann macht die Firma, was sie will, sondern dass es Mitbestimmungsrechte gibt. Ja, wir müssen sehen, ob wir einen Weg finden, die Rechte zu stärken, ohne dass wir den örtlichen Betriebsräten Rechte wegnehmen. Weil ansonsten wird das Thema Euro-Betriebsrat auf keinerlei lokale Akzeptanz mehr fallen. Und wir müssen auch offen sein über solche Dinge, wenn es zum Beispiel grenzüberschreitende Werkschließung gibt oder Personalabbau. So brauchen wir nicht auch einen rechtlichen Rahmen, um zu sagen, es muss auch beim Europabetriebsrat möglich sein, wie so eine Art Rahmen für den Sozialplan zu erstellen, dass europaweit dann bestimmte Standards nicht unterschritten werden. So nach dem Motto, naja, wenn der Sozialplan in Deutschland schon so teuer ist, dann müssen wir ihn halt in anderen Ländern so billig wie möglich machen. Also über solche Dinge muss man reden. Da würden wir dann auch, sagen wir mal, lokalen Betriebsräten keine Rechte nehmen und trotzdem den Europabetriebsrat stärken auf der anderen Seite. Okay, ja, ich finde das Stichwort Mindeststandards ist da ganz, ganz wichtig, was du gerade erwähnt hast. Das ist ja so das Allerwichtigste, dass die gestärkt werden. Okay, then I give the floor to Gabi. She also had a number of Wolfgang, questions. Wolfgang, it seems that we just have 5 minutes left for Dennis with us because he has to leave, as he's mentioned. Do we have still questions to Dennis before we give the floor to Gabi? In fact, I have Corinne and Caroline, but I don't know if they have questions directly to Dennis. If one of you have, please give the floor. So give the floor to Caroline. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais vous exprimer le fait que avec la vie de la vie,
I didn't understand much. Vous m'entendez mieux? Très peu. Presque pas. Non, c'est pas grave, laisse la parole à un collègue. C'est pas grave. Okay. Is there anyone else who would use the opportunity to ask a last question to Dennis before he has to leave? Vielleicht darf ich, wenn ich einfach mal so frei sein. Ich hatte mich gemeldet, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Mein Name ist Hermann Sauerberg, ich bin Vorsitzender des Europäischen Betriebsrates bei Unilever und möchte erstmal mich bedanken, dass wir die Gelegenheit haben, hier mit euch zu diskutieren. Und es ist für mich extrem wichtig, dass zum einen, und das ist ja hier auch schon gesagt worden, natürlich nicht die Rechte der lokalen, nationalen Betriebsräte in irgendeiner Form eingeschränkt werden, aber trotzdem brauchen wir in dieser Umgebung, in der alles internationaler wird, mehr Rechte für europäische Betriebsräte. Und extrem wichtig ist, dass, wenn nicht ordentlich konsultiert wird, was oft versucht wird, wir stärkere Sanktionsmöglichkeiten bekommen. Solange wir die nicht haben, wird es viele Unternehmen relativ wenig stören. Und wir sind immer vom Goodwill des Managements abhängig, ob sie mit uns in Gespräche gehen oder nicht. Und ich möchte nochmal betonen, das Thema Mindeststandards halte ich für extrem wichtig und einen guten Punkt. Und daran sollte man weiterarbeiten. Aber all das geht nur, wenn es Sanktionsmöglichkeiten des Europäischen Betriebsrats gibt. Und das halte ich für eine der wichtigsten Punkte, die zu ändern wären in der Gesetzgebung. Okay, thanks a lot for this. So, last word to Dennis. Minimum standards, they all agree, is important and sanctioned as well. Is that on your program? Ja, hab ich ja schon mehrfach gesagt. Also was der Kollege jetzt von Unilever gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Und ich sage mal, mir ist jetzt zum Abschluss wichtig, auch wenn ich jetzt weg muss und diese Konferenz auch irgendwann ihr Ende findet, auch die Anhörung, die noch kommt im Herbst. Das sind alles nur einzelne Bausteine. Mir ist wichtig, und das weiß ja auch jeder von euch, die Arbeit mit Betriebsräten ist über Jahre mein tägliches Brot gewesen. Und meine Tür steht immer offen für Gespräche mit Betriebsräten. Ich bin für jeden Hinweis, für jede konkrete Idee dankbar. Deswegen versteht das bitte einfach auch als Einladung, euch bei mir zu melden, mit mir in Kontakt zu treten, damit wir am Ende des Jahres auch wirklich was auf die Reise bringen können mit Blick auf Europa-Betriebsräte, wo wir am Ende alle gemeinsam der Meinung sind, da haben wir was erreicht und wir haben konkret was verbessert. Okay, mit diesem optimistischen Ausblick. Vielen Dank, Dennis. Gute Rückfahrt in den Wahlkreis und dann Gabi. Isabel? Yeah, I just would like also to thanks very much, Dennis, for having been with us. And I think the message to you, European Works Council's members in the online room, is clear. This is a direct invitation to pass on your concerns to the European Parliament, to Dennis Radke. We also are going to mobilize, so do not hesitate to send us also the elements that you think are key to be changed and what you think, how it should be changed. I think this is something that together with the European Trade Union Federations, we will be working on and we will be mobilizing around those issues during the next couple of weeks and months. So indeed, take very seriously these invitations. And we are all on the same boat, if I may say so, on the basis of the French expression. And this is the reasons why we, if we do it together, we will be much stronger. Gabi, back to you. I think you have here a set of questions that went to you. I think the European Works Council's directive is one dimension, but it's not the only one. And I think the issue of information consultation participation as a framework that would bring transparency, that would also bring more coherence in the existing set of tools we have on board, and that would be converging with something which should look into
one of the documents you mentioned, the European Works, European Pillar of Social Rights, where we speak about upwards convergence, so something that brings the level playing field on which everyone should work with as a level which is not below but above what we have. So to maintaining what we have, but also to work for more, because we understand how critical the situation is and how important the exercise, the effective exercise of information, consultation, participation as a broad framework important is. So you had some question from the floor. Please give us a hint of the directions you would like to go to, and then there will be a second round of questions to you. Ja, vielen Dank an die Fragesteller, aber auch nochmal an dich, Isabel. In der Tat ist es so, ich will das nochmal vorwegschieben, dass, obwohl wir aus verschiedenen Parteien kommen, Dennis Radke und ich da eng zusammenarbeiten, weil es natürlich auch Überschneidungen gibt zwischen auf der einen Seite der Arbeit, die er macht zur Revision der Eurobetriebsratsrichtlinie und der Arbeit, an der ich arbeite, um eben einen kohärenteren Rahmen zu setzen. In der Tat, ich hatte das schon mal angesprochen, als die Säule sozialer Rechte auf den Weg gebracht wurde, gehörte ich auch zu denen, die am Anfang kritisch waren, auch deshalb, weil ich fand, dass die Frage kollektiver Rechte da viel zu kurz kommt. Und ich glaube schon, dass dieser Rahmen, den wir da setzen wollen, unter dem Titel Demokratie am Arbeitsplatz, auch der Versuch ist, dieses Thema kollektive Rechte nach vorne zu bringen und auch sicherzustellen, dass wir hier einen sichtbareren und kohärenteren Kanon an Richtlinien und Regelungen haben, dass wir das zusammenbringen. Und natürlich ist das Ziel von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern immer zu sagen, wir wollen keine Konvergenz nach unten, sondern wir wollen eine Aufwärtskonvergenz. Und zu der Frage von Wolfgang am Anfang, wir im Parlament können ja zurückgreifen auf viel Arbeit, die die Hans-Böckler-Stiftung gemacht hat, die das Europäische Gewerkschaftsinstitut gemacht hat, schon um hier auch zu helfen, mehr Konvergenz zu erreichen, eine Debatte über funktionale Äquivalente hier mit den unterschiedlichen Systemen, dass wir im Moment dabei sind, das alles zu sondieren und zu gucken, was können wir davon auch nutzen? Wo müssen wir nochmal auch neu denken und ansetzen, um das hinzubekommen? Und das, wir arbeiten natürlich immer mit Mindeststandards. Und wo wir auch sehen müssen, wenn ich mir angucke, ich kann mich noch nicht nur sehr gut daran erinnern, 94, wie die EBR-Richtlinie auf den Weg gebracht wurde, sondern auch, wie kompliziert und schwierig dieses Recast-Verfahren gewesen ist. Dass wir tatsächlich jetzt die Debatte in der Krise nutzen, um das nicht nur zusammenzuführen, sondern auch zu sagen, mit Blick auf die Transformationen, wenn ich auf Digitalisierung gucke, wenn ich mir angucke, auch mit Blick auf die Umbrüche, die wir in bestimmten Sektoren haben werden, auch, dass wir diese Rechte auch up-to-date haben. Ja, für die Herausforderungen, die wir haben. Und dass wir vielleicht auch so, dass es so einfacher möglich ist, auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen innerhalb Europas, wie wichtig diese kollektiven Rechte sind, gerade mit Blick auf Innovationsfähigkeit, mit Blick auch auf Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Und deshalb glaube ich in der Tat, wenn wir uns angucken, ohne Sanktionen, aber auch um Klärung, es ist ja eben angesprochen worden in dem ersten Redebeitrag, alleine wenn wir uns die Definitionen angucken, was ist national, was ist transnational. Auch da wissen wir, dass wir hier nachschärfen müssen und dass uns das hoffentlich in diesen Zweischrittverfahren dann auch gelingt. Zu Hermann möchte ich noch mal sagen,
Es muss uns bei den Eurobetriebsräten wirklich auch darum gehen, Augenhöhe, auf Augenhöhe herzustellen. Und das werden wir nicht schaffen, wenn die zwei Seiten hier, EBRs auf der einen Seite und Management, auf so unterschiedlichen Ebenen miteinander kooperieren. Wenn die wissen, dass nichts passiert, wenn sie die Rechte missachten, dann kann das gar nicht funktionieren auf Augenhöhe. Ich denke, ich habe das schon gesagt. Ja? We have to stop now because interpretations need interpreters need a pause if you want to say a very last sentence, but we can't go. I will do a last sentence and then we'll do it in English to the question on globalization. I'm absolutely sure that the medium and long-term consequences of this pandemia will be severe, and that we will have a different mode of globalization. We are discussing in Europe now something like we need more strategic autonomy. That is very clear, and that this will also change our approach to globalization, and to see also that we will have a phases of retransferring also certain industries or parts back to Europe, because otherwise we will not have this strategic autonomy. Okay, thanks a lot, Gabi, for being short. Now we have a 50 minutes coffee break, and I thank all the others who have raised questions in the chat. Don't give up. We have two other possibilities to raise these questions, and I can recommend in particular the last panel where one speaker will be missing, so there we have more time and you can ask the question, because it's all about democracy and at work, so it will fit also to the others. So thanks for listening. Thanks, Gabi, for being with us, and coffee break. We will be back in 50 minutes.